Jo, Freunde, weiter geht's mit Conker's Bad Fur Day. Und im letzten Part hatten wir wirklich wieder viel mit Scheiße zu tun. Aber das ist nun mal in diesem Spiel so, lässt sich nicht ändern. Und wir werden auch in diesem Part so einiges damit zu tun haben. Ja, wir haben nämlich diesen riesigen Haufen hier freigemacht und werden ihn jetzt erstmal durchchecken, was sich darin denn befindet. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Oh nee, da ist schon wieder so ein Mistkäfer. Oh, der ist voll gegen uns gegengeflogen. Was? Calm down. Now, just calm down and tell me what's the matter. Ja. Right. Okay. It all started about 2 days ago. It was me and the lads. What am I going to see? Alter, die trinken echt Kaffee oder Tee oder in einem riesigen Haufen voller Scheiße? Naja, okay. So, habt ihr das gesehen? Alter, da kommt eine riesige Scheißhand aus dem Boden raus und hat seine beiden Freunde verschleppt. Was, Geld? Geld hast du gesagt? Da hinten soll Geld sein? Naja, okay, dafür tun wir natürlich auch alles. Selbst wenn wir hier irgendwie reinspringen müssen oder so. Click on. How you doing, guys? Bring me some sweet corn. Okay. Can't see anyone. Ja, kann ich auch nicht. Okay. That's what you want. Also er möchte Mais haben. Oh, da ist die riesige Scheißhand. Und sie hat das Maiskornstückchen erschlagen. Naja, okay, gut. Wenn er dann halt Mais haben will, dann ab rein damit. Blob. Oh, oh, Freunde, jetzt geht's los. Das Maiskornstückchen. Oh, Gurkenscheiße, Mann. Oh, oh. Also, sieht aber nicht sehr appetitlich aus. Oh, oh. Ich befürchte nichts Gutes, dass sich da nichts Gutes drin befindet. Wir haben ja nur zum Opfer fiel jetzt ein Maiskornstückchen. Und, naja, okay, da sind noch weitere 2. Und die müssen wir auch noch weiter an diesen, was auch immer, verfüttern. An die riesige, wie soll ich das nennen? An dieser, das ist ja alles flüssige Scheiße da, also. Von daher, da müssen wir es reinschmeißen, da müssen wir es loswerden. Gut, dann werden wir den hier auch nochmal, ey, bleibst du stehen? Ey, so, kommst du her, bam. So, und Scheiße, Mann. Der hat uns die Scheißhand erschlagen. Alter, Freunde, ey, wie das klingt. Ich muss jetzt hier die ganze Zeit Scheiße sagen, weil... Naja, okay. Tut mir leid, es ist nun mal so. Dafür ist dieses Spiel ausgerichtet. Und jetzt kommst du endlich her, du Mistviech. Oh, Mann, ey. So. Bumm. Und jetzt haut uns wieder die Scheißhand, oder was? Nee, ein Glück nicht. So. Und damit hätten wir die Mission erfüllt. 3 Maiskörner für was weiß ich. Schmeißen wir das einfach mal rein und schauen einfach mal, was passiert. Hä? War das immer noch nicht alles? Na ja, okay, gut. Dann geht's weiter. Und dann schauen wir mal, ob hier noch mehr Mais ist. Oh Mann, ey, das wird böse enden. Ja, da hinten habe ich schon gesehen. Gut, wenn wir hier längs gehen, sehen wir hier Geld. Und irgend so ein Teil und darunter ist irgendwie ein kleines Gitter. Was das noch auf sich hat, werden wir dann nachher erfahren. Wir werden jetzt einfach ganz fröhlich und munter hier weitergehen. Und hier sind noch 3 weitere Maiskörner. Pam! Und damit hätten wir den einen auch schon mal erschlagen. Hier sind wieder B-Knöpfe, die wir aber nicht benutzen können. Ja, die werden erst für später wichtig. Oh, scheiße. Mann! Diese Mist-Scheißhand, ey. So, jetzt komm. Jetzt schlägt er erstmal. Okay, der Scheißhaufen, der schon von oben runterfiel, hat schon die Arbeit verrichtet. Bam! So. Dich nehmen wir jetzt aber und davon. So. Und rein mit dir.
Och man, Freunde, ey, das wird nicht gut enden. Aber ich kann's euch sagen, das ist die lustigste und geilste Stelle überhaupt in diesem Spiel. Die ist einfach nur so hammergeil. Und da werden wir bestimmt wieder schlagen, oder? Nee, doch nicht, ein Glück. Alles klar, Mann. Alter, dass Conker hier einfach freiwillig mit seinen Nikes oder was er da anhat, einfach durch so durch Scheiße geht. Naja, okay, würde ich nicht tun, aber was soll's. So, das müsste alles gewesen sein. Oh, oh. Oh, nee, es hört sich ja schon wie auf der Toilette an. Gut. Da sehen wir einen Maiskorn und was da rauskommt, ist ein riesiger Scheißhaufen mit zwei Augen und ganz normal im Mund und oh nein, der lebt auch noch. Gut, und das ist unser nächster Boss, Freunde. Ein lebender Scheißhaufen. Und er singt es auch noch dazu Sänger. I am the great mighty Pooh and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat? Okay, wenn man das alles verstanden hat, kommt das natürlich richtig geil rüber. Als ich das das erste Mal alles da gelesen habe, was der da gesungen hat, da habe ich mich so weggeschmissen. Aber ich habe ja erzählt, das Spiel habe ich schon so oft durchgespielt. Ich kenne den Text immer noch auswendig, was der da singt. Also von daher konnte ich leider nicht mehr lachen. Das ist das Problem, wenn man das Spiel zu oft durchgespielt hat. So, und wenn wir hier B drücken, kriegen wir Toilettenpapier. Und wenn... Nein! Scheiße! Und wenn er nämlich so macht, fängt er an zu singen. Und dann müssen wir Toilettenpapier in sein Maul werfen. Und er kotzt dann alles aus. Und da kommt er wieder an. Und jetzt wird... kommt der zweite Part des Songs. Do you really think you'll survive in here? You don't seem to know which creek you're in. Sweet corn is the only thing that makes it through my rear. How do you think I keep this lovely grin? Dang. More caviar. Oh, scheiße. Bam. Oh, sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Mann, ey. Jetzt können wir den B-Knopf da nicht mehr benutzen. Und der ist jetzt auch ganz da drüben. Von daher müssen wir jetzt darüber. So sieht's aus. Nom, nom, nom. Erstmal schön Schokolade essen, die überall hier in der Scheiße rumlag. Schmeckt ja auch richtig gut, Conker. Naja, okay, gut. Wenn's dich denn erfrischt, dann will ich dich davon auch nicht abhalten, mein lieber Freund. Dum, dum, dum. Oh, Scheiße, da wurde ich von Scheiße erschlagen, ey. Oh Mann, ey. Und da haben wir getroffen. Und das ist jetzt aber nur... Jetzt ist es so geregelt, dass wir nicht nur einmal treffen müssen, sondern auch zweimal, damit er weiter singt. Und nachher wird es halt dreimal sein. Ja, so sieht's aus. So, am besten ist, man geht hier eigentlich einfach immer nur so im Kreis. Und, na okay, jetzt hat er nur gelacht. Dachte er, er fängt jetzt wieder an zu singen hier. Dun, 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 dun. Oder man sollte sich immer nahe des B-Knopfes aufhalten. So, fängst du wieder an zu singen? Bla, bla, scheiße, Mann, ey. Oh, jetzt wird die Musik sogar richtig aggressiv. Aber richtig cool. Now I'm really getting rather mad. You're like a niggly, tickly, shitty little tag nut. When I've knocked you out with all my bab, I'm going to take your head and ram it up my butt. Your butt. My butt. Your butt. That's right, butt. My butt. My butt. Oh my god. Oh, durch das Singen ist da ein Riss entstanden. Boah, scheiße, wir wären beinahe in die Scheiße geflogen. Alter, jetzt wird er richtig aggressiv und hat gesungen, dass er uns nehmen wird und unseren Kopf in seinen Arsch stecken wird. Und Conker fragt, in deinen Arsch, in meinen Arsch, in meinen Arsch. Oh Mann, ey, Freunde. Dieses Spiel ist aber auch wirklich richtig niveaulos, oder? Also, ich meine, wo bleibt hier noch der Sinn? Blatt, Junge. Boah, scheiße, Mann. Och, das ist aber wirklich ehrlich lustig. Besonders, wenn man das allererste Mal sieht, dann kommt das so geil rüber. Aber wenn man es halt schon kennt
Und dann macht man sich langsam Gedanken darüber, wo soll das denn hier Sinn machen. Und es ist einfach nur sinnlos und dumm. Oh, 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 oh. Nein, 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 weg damit. Wir müssen noch nicht spülen, wir sind noch nicht fertig mit dem Durchgang. Oh, oh. Oh, blump. Alt. Jetzt fängt er an zu singen wieder. Oh, und bam. Okay, wir haben ihn. Noch einmal müssen wir ihn treffen, dann haben wir unseren nächsten Boss gelegt, Freunde. Oh, oh, das wird böse enden, das sehe ich schon. Plop. Alter, der reißt immer da so Kügelchen von seinem Körper ab. Und er kam gerade perfekt hoch und dadurch ist seine Kugel auch zerstört worden. Ja, pff, ganz praktisch, nicht wahr? Dum, 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 dum. Igitt, Alter, der zieht das da richtig von sich ab. Ja, komm, schmeiß noch weiter, ey, du triffst uns jetzt. Wird da singen, oder? Fatz! Nee, doch nicht. Jetzt! Heppa! Och, Mano! Ah, aber jetzt! Und damit hätten wir den Spülgang durch. Naja, fast. Brrr. Ja, sing mal schön ruhig hoch. Alter, habt ihr schon mal einen Opern singenden Scheißhaufen gesehen? Ich glaube nicht. Und sploink! Da ist das Glas zerstört worden. Ja, die Musik ist jetzt richtig geil. Und ich habe es schon oft so weit gebracht, dass ich an so einer Stelle hier jetzt schon verreckt bin. Also das war nicht so sehr schön, weil man dann alles nochmal neu machen darf. Aber die Musik ist richtig episch an der Stelle. Geld, wir brauchen dich. Oh yeah. You greedy bastard. Her mit dir. Oh geil. Und dann werden wir mal den Spielgang durchführen, oder? Oh nein, Mann. Du verfluchtes Eichhörnchen. Clagginess? Was denn Clagginess? Oh nein, Mann, ich werd runtergespült. Oh Mann, da drehen wir uns schon mit ihm, ey. Now that's what I call a bowel movement. Und jetzt ist er ganz ungewiesen. Und damit hat sich eine weitere Tür geöffnet und damit geht der gesamte Spielverlauf wieder weiter. Freunde, aber wenn ihr das zum allerersten Mal seht, was, bitte schreibt es mir mal, was ihr von diesem Spiel haltet. Also macht es in euren Augen überhaupt Sinn? Überhaupt einen Sinn? Also ich finde, dieses Spiel ist einfach nur zum Lachen da. Es ist einfach, es steckt so viel Comedy drin und so viel Humor und es ist einfach so lustig gestaltet. Aber nicht nur das, es ist auch extrem brutal. Wobei ich ja die Xbox-Version viel besser finde, weil sie sich einfach viel besser zum Zocken darbietet. Besonders, weil man nicht immer so hier nur mit der Bratpfanne einmal so B drücken muss, sondern weil es in der Xbox-Version ja auch richtig Gegner gibt. Und es richtiges Aiming später gibt. Hä, was ist denn jetzt los? Wieder bei Barry? Oh. Conker! Who are you? Wer ist das denn? Look, whatever it is you're selling, I'm just not interested. Egal was du verkaufst, ich bin nicht interessiert. Oh, Alter, man schlägt keine Mädels. Hallo? Oh mein Gott, der kommt da einfach vorbei und haut der eine rein, Alter. Das gibt's ja wohl ja nicht. Das gibt's ja wohl ja nicht. Oh Mann. Tja, dann sieht es wohl so aus, als müssten wir jetzt Barry retten, oder? Ja, dann werden wir wohl in die Rolle von Mario oder Link einspringen müssen. Und zwar, wo wir unsere geliebte Freundin, Prinzessin, was auch immer, befreien müssen. So, und wir dürfen jetzt in dünnflüssiger Scheiße schwimmen. Ja, yeah, geil. Nennt man auch Durchfall. Nur das ist... Oh mein Gott. Was schwimmt denn hier rum? Eine Dose und... Blut und nochmals Blut und Fleischstückchen. Oh mein Gott. Soll ich es euch einmal demonstrieren, was hier passiert, wenn wir einmal nur dieses hier berühren? Schlitz.
aufgeschlitzt. Der ganze halbe Körper, seht ihr das? Alter, ist das brutal, ey. Das gibt es ja gar nicht. Und es kann, glaube ich, noch so brutal sein, dass der nicht nur der ganze halbe Körper einmal durchtrennt wird, sondern dass irgendwie auch der Kopf abgetrennt wird oder so. Das ist schon richtig übelst krank. Also hier muss man auch aufpassen, dass man nicht getroffen wird, weil man sofort tot ist. Habt ihr ja gesehen. Und man ist nicht nur sofort tot, nein, es ist sogar noch verdammt eklig, wenn man stirbt. Okay, wo sind wir jetzt hier? Wieder an einer Stelle, wo überall dünnflüssige... Alter, ihr geht da, da fließt... Da geht auch noch so ein bisschen von uns diese Kacke runter. Oh oh. Und hier sollten wir aufpassen, denn wenn wir hier zum Beispiel auch nochmal kurz, um es zu demonstrieren, wenn wir da runter, bam! Seht ihr das? Wir sind in Einzelteile zerfetzt. Einen Moment. Ich zeig's doch nochmal, weil ich habe da, glaube ich, gesehen, dass da ein Auge rausfliegt von Conker. Nicht nur eins. Oh mein Gott, ey Leute, das ist ja sowas von brutal hier. Seht ihr das, wie brutal dieses Spiel ist? Und genau deshalb ist es ab 18. Aber, naja, okay, es ist nicht wirklich... Oh, scheiße. Habt ihr da das Auge gesehen? Alter, ist das brutal. Ja, naja, okay, das Spiel ist nicht wirklich ab 18. Sondern es ist ab, ja, es ist ab 16. Weil das Spiel eben... ein Remake bekommen hat, hatte ich ja schon mal erzählt. Für die Xbox hat es ein Remake bekommen. Und da haben sie gesagt, naja, okay, wir sind ja jetzt schon so weit in der Videospiel... Och, Mann! Diese Stelle ist auch wirklich schwer, ehrlich mal. Wir sind jetzt schon so weit in den brutalen Spielen vorangekommen. Da ist Conker's Bad Fur Day nicht mehr, doch nicht mehr so brutal, weil es war damals so ziemlich das erste Spiel, was so wirklich brutal war damals. Das, ja, das war das sicherlich. Ich meine, für die Super Nintendo, was soll man da denn so oberbrutales machen? Ich meine, da kann man ja auch nur das Blut spritzen lassen, aber so wirklich brutal waren sie damals noch nicht, sondern es fing erst richtig mit Conker's Bad Fur Day an, dass die Spiele so richtig brutal wurden, dass sie ja Körperteile abfetzten. Und was weiß ich alles. Oh, bitte. Oh, danke. Oh, diese Stelle ist nämlich wirklich schwer. Die sieht leichter aus, als sie ist. Und beinahe werden wir jetzt sogar noch an Luft verreckt. Alter, ey, hier muss man sich ja richtig zusammenreißen. Die Stelle ist ja wirklich ganz schön schwer. So. Okay, gut. Das werden wir schon irgendwie meistern, Leute. So, hier hoch. Und heppa. So, lala. Und jetzt muss man halt nur hier aufpassen. Oh, 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 oh. Dass man hier nicht getroffen wird von den Einteilen. Und dann kann man hier hochklettern und kommt hier jetzt in einer ganz anderen Welt an. Da unten, das soll Lava sein. Ja, das kann man nur nicht so richtig gut erkennen. Ja, wo befinden... Danger, puh. Vorsicht, scheiße. Oh, Mann. Oder gefährlich, dort ist scheiße. Oh, Mann. Ja, gesagt, dort ist es scheiße. Aber naja, was soll's. Wir erreichen eine neue Welt, aber erstmal müssen wir an den beiden hier vorbei. Und die beiden Spastis kennen wir doch. Das sind doch die beiden von dem Conker, Pantherkönig. Und der Scheiß da hinter dem Stein, ey. $1,000 bezahlen wir jetzt. Ey, wieso? Aha, du suchst also nach einem Eichhörnchen. Aha. Nee, das sind... Ich bin doch kein Eichhörnchen, Mann. Doch, Mann, die Beschreibung passt perfekt. Kannst du mir die mal beschreiben? Klein rotes Fell und einen großen Schwanz. Und so eine stupsige Nase. Das ist ein Eichhörnchen, das ist richtig. Was bist du denn dann, wenn du kein Eichhörnchen bist? Ich bin Elefant. Also was Conker da gerade macht ist... bist du sicher? Natürlich! Oh Mann.
Und der hat gerade übelst geschissen und ist fertig mit der Welt. Er hat einen guten Stuhlgang. Das ist schon richtig, das ist kein Eichhörnchen. Er ist ein Elefant. Ein Elefant. Oh Mann, du bist doch so behindert. Und dann kommt das Geld wieder zurück nach einem Pfiff. Und das meinte ich ja mit dem Humor. Das ist einfach nur hammergeil. Conker hat nämlich genau dem Weiß gemacht, dass er ein Elefant ist und das Eichhörnchen genau ein Elefant ist und ein Elefant so aussieht, wie er ist. Also er hat im Prinzip die beiden Tiere vertauscht. Oh Mann, ey. Conker, Conker, Conker. Was Besseres ist dir aber auch nicht eingefallen, wa? Naja, was soll's. Kommen wir hier auch nochmal längs oder ist hier jetzt Schluss? Nee, hier ist Schluss. Schade. Gut. Dann müssen wir hier wohl hier längs. Und wir sehen schon, hier sind Dinosaurier. Boah, ey, da hat er uns erstmal voll fett in den Arsch gebissen. Alter Schwede, ey. Gut. Dann müssen wir denen wohl jetzt in Zukunft erstmal versuchen auszuweichen, nicht wahr? Nein, 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 nein. Aua. Ich bin Dino, Alter. Oh, oh, oh. Ich will nach oben, ich will nach oben. Danke. Nein, nicht wieder zurück. Nach oben. Gut. So, da höre ich doch mal Geld. Da höre ich doch Geld. Hallo, kommst du her? Ching, ching. Und bisher haben wir noch nicht einmal Geld ausgeben müssen im Spiel. Ist euch das aufgefallen? Hey, wer bist du denn? Du Bastard, Alter. Und, ja. Wie wir sehen können, wir haben immer noch jetzt 1310 Dollar. Wir haben nichts ausgegeben, gerade weil Conkers Geld immer wieder zurückkommt. Das ist ja das Coole. So, das bedeutet, wir sind jetzt schon langsam relativ reich. Und, was soll das denn darstellen? Uga-Uga-Kopf oder was? Ach, wir werden nicht lange Fragen stellen. Wir werden einfach uns zu einem Amboss verwandeln. So wie das Kirby auch manchmal macht. Und, bam! Den hier einfach runterhauen. Und noch einmal. Und los geht's. Und damit kommen wir in das nächste Kapitel. Und das nächste Kapitel, ja, handelt sich wirklich um Zeitsteinmenschen und Uga Uga. Und Uga Uga heißt auch das Kapitel. Und das ist ein sehr geiles Kapitel. Oh, scheiße, Mann. Pff, Alter, da haben wir den voll zerquetscht. Alter. Und da knallen wir erstmal voll auf den Boden. So. Hier gibt's erstmal gratis Schokolade und was? Rock Solid? Aha, aha. Bam! Nein, Mann! Lass mich in Ruhe! Oh, scheiße! Da wurden wir aber voll verprügelt. Und der hat uns gerade auch angekotzt. Gibt's ja gar nicht. Und der hat auch gekotzt. Was soll das denn? Boah, scheiße, Mann. Oh mein Gott. Und der hat dann Joint im Maul, ey. Oh, dieses Spiel ist einfach nur krank im Kopf. Es ist einfach nur hammergeil. Ja, wie kommen wir jetzt hier durch? Ist hier jetzt ein Durchgang? Nee. Unsere Aufgabe ist es jetzt hier, glaube ich, irgendwas längs zu rollen. Aber die bewegen sich ja alle. Der hier mit seinem komischen... Alter! Ja, zerschlag uns so kotzend an, ey, genau. Hier, du olle Ölnudel, ey. Oh. Nein, so war das nicht gemeint, Alter. Ja, komm, roll den mal. Du machst das schneller als ich. Oh. Nom, nom, nom. Ja, kotz mal dahin, du mit deiner komischen Buddel da, mit Alkohol. Deine mit Joint und... Aua. Boah, Freunde, das gibt's ja nicht. Die sind ja voll aggro und die sind voll besoffen und der andere hat ja auch noch einen Joint in der Hand und einen Schraubenschlüssel, ey. Oh, oh. Ja, ja. Gut, dass du die Arbeit für mich verrichtest. Oh, oh. Hier, komm mal her, komm, kommst du her. Okay. So wollte ich das auch nicht ganz. Nein, Mann! Oh! Alter, und mit deinem Joint in der Hand kotzt du, im Mund meine ich, kotzt uns einfach so an, ey. Ich glaub's ja wohl nicht. So, dann rollen wir einfach mal das Teil hier längs. Und ich glaube, dann öffnet sich das, oder? Hä? Nee? Okay. Was läuft hier denn jetzt falsch? Achso, vielleicht muss ich, hier rauf. Denn hier gibt's auch nochmal Schokolade. Jawoll! Da hat schon Ting gemacht. Und da müssen wir jetzt auch hoch. Jetzt muss ich es nur noch schaffen. Heppa!
Komm, komm, komm. So. Und let's go. Und damit hätten wir da drunter gehauen und damit öffnet sich die Tür. Ganz simpel gemacht, oder? Aber da muss man auch erstmal wieder drauf kommen. Und jetzt müssen wir das Ding hier rollen und das kennen wir ja auch schon, wo wir gegen diesen Ofen gekämpft haben mit den beiden Eiern, wo wir das Teil auch rollen mussten. Und hier ist jetzt nochmal dasselbe. Hä? Ey, Kumpel, dreh dich mal um, Mann. Boah, Scheiße! Nein! Oh Mann, die sind ja schon behindert im Kopf. Nein, nein, der kriegt mich nicht. Das war nur eine Wand im Weg, aber egal. Bam! Alter, die sind ja auch irgendwie voll. Haben auch alle einen Sprung in der Schüssel. Oh, der ist voll in die Lava geflogen. Total schmerzhaft. Oh, Scheiße! Und der andere wurde zerquetscht. Oh Mann. Gut. Dann werden wir da dort mal die Lage checken. Aber das leider wohl nicht mehr in diesem Part. Wir werden uns nur noch diese schöne Cutscene hier angucken. Oh, guck das Augen. Alter, ein riesiger Drachenkopf. Wow. Das macht dann ja schon richtig Angst hier. Konka denkt sich auch nur, ey, bin ich hier. Don't you think that's a little bit too dramatic? Can you give me something with a bit more of a beat? Yeah, that's better. Ah, wie geil. Konka hat einfach mal mit dem, mit den Entwicklern gesprochen oder mit dem Chef. Ey, Maestro, gib mal hier, diese Musik ist mir zu dramatisch. Mach mal da eher was Partymucke an. Und auf einmal so, so eine Musik springt dann einfach mal um. Ich sag ja, dieses Spiel ist einfach nur hammergeil, Leute, ey. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist einfach nur hammergeil. Ein Kultspiel, das muss man einfach gezockt haben. Und zwar komplett durch. Ich meine, hier gibt es ja auch nicht viel einzusammeln. Hier braucht man nicht besonders viel Skill. Nur später wird es halt dann vielleicht doch nochmal eine Ecke schwerer. Naja. Während Konka sich den Drink genehmigt, werde ich den Part hier an dieser Stelle beenden. Denn unsere Zeit ist mal wieder gekommen. Wir haben einiges geschafft. Ich glaube, der Part geht auch schon wieder so 20, 30 Minuten. Ich kenne mich ja schon mittlerweile sehr gut hier. Wir haben den riesigen Scheißhaufen besiegt. Wir sind in die nächste Welt gekommen. Ich habe mal wieder viel gelabert. Und im nächsten Part geht es wieder weiter in der Uga-Uga-Welt. Mal gucken, wie es weitergehen wird. Auf jeden Fall werden wir hier auch noch eine Disco besuchen. So sieht's aus. Die Disco ist richtig geil. Und die Welt allgemein. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Bis dann und ciao.